auch von drei Gegnern nicht aufzuhalten. Und er hat auch noch den Blick für den freien Halloran. Führung Heidenheim. Aber festzuhalten bleibt, die Pirmasenser Defensive zum einen unsortiert und dann auch noch gedanklich nicht schnell genug, wie hier der Mann mit der Nummer 15, Schuk. Und Sicherheitsabstand und der FCH darf spielen, wie hier Schnatterer, Leipertz mit Übersicht. Erst Franenpech und da ist ja noch Moabi, 2-0. Smail Moabit. Aber das ist dann doch zu einfach. Denn der Franzose darf völlig ungestört nachsetzen. Okay. 0-2 und auch den Platz. Genauso wie Ben Halloran. Und dann dieser kluge Pass auf Leipertz, 3-0. Und das ist absolut verdient. Kurzum, starkes Zuspiel, starker Abschluss. Freut auch die Fans. Pure schwäbische Dominanz, in der aber auch beste Chancen liegen gelassen werden. Wieder Halloran, unbedrängt. Und da ist wieder Leipertz, 4-0. Erneut das Duo beim FCH. Und jetzt der Klassenunterschied zwischen Heidenheim und Pirmasens absolut deutlich und Leipertz lockerlässig zum zweiten Treffer. War kurz vor Schluss, da flackert er doch nochmal auf, der FKP-Offensivgeist. Da ist Reinhardt. Und der Kapitän findet den eingewechselten Schmieden. Na geht doch. Immerhin der Ehrentreffer für die Pirmasenser. Applaus gibt's dafür von der Trainerbank. Die beste Szene im Spiel der Pfälzer. Aber das war's dann auch. Die Überraschung in Pirmasens bleibt aus.